Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem heutigen Vortrag. Ich darf Ihnen die Kinder- und Jugendpsychiatrie näher bringen. Mein Name ist Annette Duwe. Ich bin Chefärztin der VITOS Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik in Riedstadt in Südhessen und habe das spannende Thema Wir behandeln die Zukunft, was die Kinder- und Jugendpsychiatrie so spannend macht. Wir schauen erstmal darauf, was psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter überhaupt ausmacht. Wir fragen uns ja häufig, was ist dann die Abgrenzung gegenüber normalem Verhalten, wann wird es problematisch, wann wird es gar krankhaft oder behandlungsbedürftig. Und wir haben häufig bei Kindern und Jugendlichen Krisen in verschiedenen Lebensphasen, in denen die Familien zu uns kommen und Behandlung suchen. Da gibt es Probleme bei den Entwicklungsaufgaben. Kinder haben ja in verschiedenen Altersstufen verschiedene Herausforderungen zu meistern. Und wenn es da hakt, dann werden wir häufig zu Rate gezogen. Oder die Beziehungen laufen nicht so, wie man sich das sonst vorstellt oder wünscht. Also Kinder haben Schwierigkeiten, Beziehungen zu gestalten, längerfristig zu erhalten. Sie haben Schwierigkeiten mit der Selbstregulation. Das heißt, wie gehen Kinder und Jugendliche mit Frustration um, mit Regeln um, mit den Gefühlen, die durch Beziehungen oder durch Situationen, denen sie sich ausgesetzt sehen, entstehen und wie können sie lernen, diese gut zu regulieren. Und dann schauen wir auf den Aspekt, wie erleben sich Kinder und Jugendliche in der Welt. Erstmal so, wie sie sich selber sehen in der eigentlichen persönlichen Entwicklung. Kinder entwickeln ja eine Persönlichkeit sozusagen vom Kindesalter heraus bis zum Erwachsenenalter. Und wie erleben sie sich selber in der Umwelt, in Relation zur Umwelt, als Einheit sozusagen in einer festgefrorenen, geformten Gemeinschaft oder eher außenstehend, eher fremd mit der Umwelt oder sogar mit Wahrnehmungsstörungen, was natürlich auch vorkommen kann in der Psychiatrie. Und dann beurteilen wir die Schwere, die Dauer und die Relation zum Alter. Wir haben zum Beispiel bei kleinen Kindern das ganz natürliche Phänomen, dass Kinder fremdeln, wenn sie mit fremden Personen in Kontakt kommen, dann den innigen Kontakt zur Mutter oder zum Vater suchen und sich noch nicht so selbstbewusst nach außen hin bewegen, sondern da eher so den Schutzraum auch der Familie brauchen. Wenn das allerdings dann noch fortbesteht im Alter so 12, 13, 16, dann kommt man langsam in den Problembereich, dass das eigentlich schon bewältigt werden sollte, also dass man sich sozusagen mutig und herausfordernd mit der Umwelt auseinandersetzt, auch fremde Situationen aufsucht oder fremde Personen kennenlernt, sich denen nähern kann. Wenn das dann in dem Alter nicht mehr möglich ist, dann würden wir dann von einer psychischen Erkrankung sprechen und entsprechend natürlich auch die Behandlung suchen. Wir schauen in der Kinderpsychiatrie auf ganz viele verschiedene Aspekte der Kinder. Deswegen hat man sich so ein Klassifikationsschema überlegt, was verschiedene Achsen beschreibt. Das eine ist die psychische Symptomatik, das heißt, mit welchen Beschwerden, mit welchen Problemen, mit welchen Fragestellungen kommt ein Kind. Das können Ängste sein, wie ich gerade schon genannt habe, Depressionen, das können Schwierigkeiten sein mit aggressivem Verhalten, Regeln einzuhalten, Suchtproblematik, das ist ganz breit gefächert. Dann schauen wir, wie ich das auch gerade schon angedeutet habe, auch auf den Bereich Entwicklung. Wie ist die körperliche und geistige Entwicklung vorangeschritten? Auf der dritten Achse dann, in welchem Intelligenzbereich bewegt sich ein Kind? Und dann berücksichtigen wir auch somatische Beschwerden. Kinder, die Erkrankungen haben, körperlicher Art, die auch eventuell chronisch sind, sind natürlich dadurch belastet. Sie sind häufig durch verschiedene Krankenhausaufenthalte aus dem Alltag gerissen oder sie müssen bestimmte Besonderheiten berücksichtigen, regelmäßige Medikamente zu sich nehmen oder sich in bestimmte Behandlung begeben oder dürfen bestimmte Dinge nicht tun, wie zum Beispiel an bestimmten Sportarten teilnehmen aufgrund der Erkrankung und fühlen sich deswegen als Außenseiter oder in der Sonderrolle und fühlen sich in der, sozusagen von der Gemeinschaft ausgeschlossen oder in der Sonderrolle. Wir haben die fünfte Achse, die assoziierten psychosozialen Umstände. Das meint, welche sozusagen allgemeinen Umstände erlebt ein Kind, was eine Belastung darstellen könnte. Zum Beispiel ein Migrationshintergrund oder die Trennung der Eltern oder eine sozusagen konkurrent erlebte Geschwistersituation und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Aspekte, die wir mit berücksichtigen und auch erfragen und dann auch mit in unsere Behandlung mit einbeziehen.
Und nicht zuletzt noch, wie kommt ein Kind in der Gesellschaft zurecht? Also wie ist die sogenannte psychosoziale Anpassung? Sie sehen also, das ist ein sehr vielfältiges und unter vielen Aspekten zu berücksichtigendes Feld. Wenn man jetzt überlegt, wie kommt es eigentlich, dass manche Kinder gesund sind, manche sind krank, manche sind psychisch auffällig, manche können bestimmte Situationen gut bewältigen, andere reagieren sehr sensibel und sind durch verschiedene Ereignisse direkt aus der Bahn geworfen. Da hat man sich überlegt, na, man schaut mal auf die verschiedenen Aspekte, die im Leben eine Rolle spielen und die wie so eine Waagschale sich gegenseitig beeinflussen. Auf der einen Seite haben wir die genetische Disposition, das heißt mit welchem Temperament, mit welchen vielleicht auch somatischen robusten oder weniger robusten Genen kommt ein Kind auf die Welt. Wie robust und wie solide kann es mit verschiedenen äußerlichen Faktoren oder Lebensereignissen, die sich dann ereignen, umgehen? Und wie ist es psychosozial unterstützt? Einen ganz wichtigen Faktor stellen da Beziehungen dar. Das heißt, Kinder, die in stabilen, haltgebenden Beziehungen aufwachsen, gefördert werden, in ihren Bedürfnissen unterstützt werden, die haben sozusagen ein gutes Rüstzeug, um auch Widerstand zu leisten gegen Widrigkeiten, die das Leben so mit sich bringt. Auf der anderen Seite haben wir auch eine gewisse, manchmal genetische oder sozusagen familiär bezogene Verletzlichkeit in bestimmten Bereichen. Wir wissen, dass bestimmte Erkrankungen in Familien gehäuft vorkommen, Ängste, Depressionen und so weiter. Das heißt, da gibt es so eine gewisse Neigung auch vielleicht zu bestimmten Erkrankungen. Dann können Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Welche Erlebnisse macht ein Kind? Ein Kind, was schon sehr früh, vielleicht in der Schwangerschaft, bestimmten Belastungen oder gar Erkrankungen ausgesetzt ist, dann sehr früh auf die Welt gekommen ist, vielleicht Entwicklungsverzögerungen hat, in einer familiär schwierigen Situation aufwächst, hat natürlich ganz andere Dinge zu bewältigen, als wenn das nicht der Fall wäre. Und dann spielen da wieder auch die Beziehungen. Kinder, die sozusagen viele Beziehungswechsel oder gar Beziehungsabbrüche haben, sind stärkeren Belastungen ausgesetzt als Kinder, die sozusagen in soliden, stabilen und kontinuierlichen Beziehungen sich bewegen. Und das sozusagen bewegt sich dann in die ein oder andere Achse. Wenn die Ressourcen gering sind und die Belastungen sehr hoch, dann kann das zu erstmal Belastungsreaktionen und dann aber auch zu psychischen Erkrankungen bei Kindern führen. Wir haben, das haben große Studien ergeben, ungefähr ein Fünftel aller Kinder zwischen 3 und 17 Jahren in einer sogenannten Risikogruppe für psychische Auffälligkeiten. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Thema, die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder die Behandlung auch von psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Jungs sind da ein bisschen häufiger betroffen als Mädchen. Das kann aber auch daran liegen, dass Jungs eher dazu neigen, sozusagen ihre Symptomatik nach außen zu tragen. Das heißt, sie brechen Regeln, sie sind aggressiv oder widersprechen laut. Und Mädchen neigen eher dazu, sich zurückzuziehen, soziale Ängste, Depressionen zu entwickeln und sagen, das still mit sich auszumachen. Das heißt, sie sind mit ihren Symptomen weniger auffällig und werden deswegen vielleicht auch etwas weniger erfasst. Das heißt, wir haben da einen wichtigen Handlungsbedarf. Der Sozialstatus der Herkunftsfamilien spielt in gewisser Weise auch eine Rolle. Das heißt, wir sozusagen sind aufgefordert, uns um diese Kinder und Jugendlichen zu kümmern, und zwar mit vielen verschiedenen Behandlungsmethoden. Wir haben eine Versorgungslage in Hessen, dass wir in unserem großen Bundesland nur 8 Kinder- und Jugendpsychiatrische Kliniken haben. Wir haben Institutsambulanzen an verschiedenen dezentralen Standorten, auch mit eigenen Tageskliniken zum Teil. Das sind Institutionen, wo die Kinder von morgens bis nachmittags behandelt werden und am Wochenende zu Hause sind. Wir haben natürlich niedergelassene Fachärzte und auch Kinder- und Jugendtherapeuten, die die Kinder behandeln. Wir kooperieren mit Beratungsstellen, zum Beispiel mit Schulen oder mit der Jugendhilfe. Wir sind sozusagen immer vernetzt, weil wir diese Komplexität mit im Auge behalten, die ich am Anfang dargestellt habe, durch die verschiedenen Achsen. Trotzdem ist die Behandlungsquote, man schätzt, so ungefähr bei 50%. Das heißt, 50% der Kinder, die eigentlich Behandlung bräuchten, kommen gar nicht erst zu uns. Und die häufigsten Zugangswege sind immer noch über die Somatik. Das heißt, Kinder, die körperlich krank sind und auffällig sind,
dann zum Kinderarzt gehen und der Kinderarzt dann feststellt, da spielt doch auch die psychische Belastung oder die psychische Symptomatik eine Rolle und dann zu uns weiter verweist. Leider haben wir immer noch sehr lange Wartezeiten, weil wir so eine relativ geringe Versorgungslage haben und ganz viele Kinder und Jugendliche, die auch notfallmäßig in Krisenbehandlungen zu uns in die Klinik kommen. Die Behandlungswege sind so, dass wir Institutsambulanzen haben, das ist im Grunde wie eine Sprechstunde beim niedergelassenen Kollegen oder auch über die niedergelassenen Kollegen. Dort wenden sich die Familien hin und bekommen erst einmal ein ganz ausführliches Gespräch. Das heißt, es wird erfragt, was ist denn eigentlich los mit dem Kind, wie lange geht das schon, in welchen Bereichen zeigt sich das, nur zu Hause oder auch in der Peer Group, in der Schule, was sind bisher für Interventionen oder Maßnahmen, Versuche schon gestartet, gab es schon Beratung, vielleicht an anderer Stelle. Und dann machen wir uns ein ganz ausführliches Bild. Das heißt, wir haben als Instrumentarium, dass wir verschiedene Dinge erfragen und einschätzen. Das orientiert sich ungefähr an dem, was ich eingangs sagte. Wie erlebt sich das Kind in der Welt? Wie ist die Frustrationstoleranz? Wie ist das Selbst, die Wahrnehmung des Selbst und der Umwelt? Wie aktiv ist ein Kind? Ist es vielleicht sogar hyperaktiv oder ist es sozusagen ausgeglichen? Wie ist die Stimmungslage und so weiter und so fort? Liegt sogar eine Gefährdungslage vor? Wir beobachten die Kinder häufig auch im Rahmen der Familie und schauen immer auch auf familiäre Aspekte. Es ist wichtig zu wissen, ob in der Familie Konflikte vorhanden sind, ob die Eltern zusammen oder getrennt sind, ob es Patchwork-Konstellationen gibt, die gut und ressourcenhaft sind oder die vielleicht konflikthaft sind. Da gibt es alle möglichen Konstellationen, wie das im Leben halt so ist. Ja? Und Kinder sind da ganz vielen verschiedenen Situationen ausgesetzt, die aber nicht immer automatisch eine Belastung bedeuten, sondern die ja auch sein können, dass darüber viel Unterstützung und auch sozusagen Stabilität ins System kommt. Das alles erfragen wir. Wir holen natürlich auch Vorinformationen ein und machen dann verschiedene Tests mit den Kindern. Wir sprechen mit ihnen, gibt es Fragebögentests, wir schauen auf das Intelligenzniveau, wie sie emotional sozusagen belastet oder auch nicht belastet sind, was ihre spezifischen Themen sind und schauen natürlich auf die verschiedenen Symptome. Und dann geben wir eine Therapieempfehlung, entweder im ambulanten, im teilstationären oder im stationären Setting. Wir haben jetzt bei uns am Standort sogar noch eine ganz neue Behandlungsmethode, die sogenannte ambulante Akutbehandlung, installiert. Da komme ich dann später noch dazu. Im Ambulanten behandeln wir in erster Linie durch Gespräche. Das ist sozusagen das Haupthandwerkszeug der Psychiater. Sie reden viel. Das heißt, wir beraten und behandeln die Kinder und Jugendlichen in Einzelgesprächen, in Eltern, in Familiengesprächen. Wir versuchen, die Probleme herauszuarbeiten und Wege aufzuzeigen, wie man mit diesen Schwierigkeiten besser umgeht. Wir stoßen sozusagen Lerneffekte in Gang. Wir vermitteln bei Konflikten, bei der emotionalen Regulation. Da gibt es viele verschiedene therapeutische Methoden, die wir den Eltern und den Kindern und Jugendlichen vermitteln können. Und wir sehen das sozusagen auch immer im Zusammenhang. Wir nehmen nicht nur das Kind und lassen sozusagen das Kind sich bessern, sondern wir versuchen im Gesamtsystem Bewegung zu erzeugen und das macht es letztlich spannend und herausfordernd, aber dann auch dankbar, weil man dann merkt, plötzlich reden alle besser miteinander oder man kann ruhiger die Dinge angehen oder man hat ein Verständnis für die Sicht des anderen gewonnen. Eltern verstehen die Kinder besser, aber die Kinder vielleicht auch die Eltern besser. Das ist dann sozusagen oft sehr hilfreich. Wir haben verschiedene andere Möglichkeiten, auch ohne Reden einen Zugang zu den Kindern zu bekommen. Das ist in erster Linie unsere tiergestützte Therapie. Wir haben hier am Standort Esel und Pferde und Ziegen, auch Hunde, die in die Therapie mit einbezogen sind. Das ist immer was, wo Kinder sehr drauf ansprechen, wo sich Ängste abbauen lassen, wo sich sozusagen Vertrauen gewinnen lässt, wo Kinder aber auch lernen, eine Verantwortung zu übernehmen oder gar eine sozusagen Direktion zu übernehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Pferd durch die Gegend zu führen. Dann haben wir Ergotherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie, gerade Bewegung und
Anleitung zur Bewegung ist bei uns ein großes Thema. Es gibt einen, ist ja auch sozusagen durch die Presse schon viel gegangen und jetzt gut erforscht, einen sehr großen Zusammenhang zwischen Bewegung und der Auswirkung von Bewegung auf das körperliche Selbstempfinden. Jeder weiß, wenn man Sport gemacht hat, wenn man sich mal richtig angestrengt hat, wenn man sozusagen bestimmte Ziele erreicht hat, dass das ein gutes Gefühl macht, ne? Und dass das auch ausgleichend wirkt, dass man entspannter ist und so weiter. Und das greifen wir hier auf und versuchen das den Kindern auch zu vermitteln. Wir beziehen die Eltern, das hatte ich gerade schon angedeutet, sehr intensiv mit in die Beziehung mit ein. Manche unserer Kliniken bieten Eltern-Kind-Behandlung, wir hier auch am Standort. Wir haben ein Apartment, wo auch die Mütter oder Väter, je nachdem, mit aufgenommen werden können. Und einige Kliniken bieten auch eine Beratung und Behandlung schon für ganz kleine Kinder, die im Säuglingsalter schon Probleme machen, wo es sozusagen um die frühe Mutter-Kind-Interaktion geht an. Und wir, das hatte ich schon angedeutet, arbeiten sehr eng mit dem System Schule, Jugendhilfe zusammen, schauen immer, dass Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule, in der Ausbildung haben, dann auch den Weg wieder in das System zurückfinden. Wir begleiten das auch, indem wir mit unserer Schule für Kranke dann mit an die Stammschulen gehen zum Beispiel. Das sind dann so einzelne Aspekte. Ich will noch ein Wort verlieren zu unserem Modellprojekt hier am Standort. Wir haben die sehr große Chance, dass wir hier eine sogenannte Modellklinik sind. Das heißt, wir haben ein Projekt über 8 Jahre, wo wir für die Klinik ein Gesamtbudget bekommen. Das haben nur ganz wenige Kliniken in Deutschland. Das heißt, das ist wirklich sozusagen Pionierarbeit. Und unser Auftrag ist, die Behandlung mehr zu ambulantisieren. Wir haben in Deutschland sehr viele stationäre Betten, aber eine geringere sozusagen Dichte in der ambulanten Behandlung. Das sollen wir verbessern, dass wir schauen, können wir nicht mehr Kinder ambulant behandeln, statt sie stationär aufzunehmen. Wir wollen uns mehr an den Bedürfnissen der Patienten orientieren. Wir müssen manchmal, früher war das der Fall, die Patienten sozusagen den Strukturen anpassen. Das ist ja oft im Gesundheitssystem so. Und wir versuchen jetzt ganz flexibel zu schauen, welches Kind braucht was. Braucht das Kind eine stationäre Behandlung und muss dann ambulant weiter begleitet werden? Oder möchte das Kind gar nicht bei uns schlafen und sagt, ich komme jeden Tag, ich nehme die Therapieangebote wahr. Oder ist jemand, der vielleicht schon in Ausbildung sagt, Ausbildung ist für mich so eine wichtige Ressource, das muss ich unbedingt beibehalten, aber den Rest des Tages schaffe ich so schlecht. Kann ich nicht dann nachmittags kommen oder hier sogar schlafen und mich da begleiten lassen? Also wir machen da ganz individuelle Einschätzungen und stricken danach auch das jeweilige Behandlungsangebot. Wir schauen, dass die verschiedenen Bereiche, ambulant, teilstationär, stationär und die neue ambulante Akutbehandlung sozusagen möglichst aus einer Hand angeboten wird. Das heißt, dass die Patienten nicht, wenn sie von einem Sektor in den nächsten wandern, wieder mit anderen Menschen zu tun haben, alles neu erklären müssen, sondern dass wir auf jeder Station alle möglichen Behandlungsformen anbieten und immer ein Team oder ein Behandler, eine Behandlungsgruppe dann für diesen Patienten zuständig ist und da möglichst wenig Wechsel noch passieren. Das kommt gut an bei den Patienten, bei den Eltern und auch bei unseren Mitarbeitern. Das macht einfach zufrieden, wenn man so flexibel arbeiten kann und dann auch in der Nachsorge die Patienten noch so gut nach Hause hin begleiten kann. Wir haben dann perspektivisch sogar noch den Auftrag, dass wir auch aufsuchende Arbeit, das heißt Home Treatment, anbieten. Das heißt, wir werden dann Familien auch zu Hause aufsuchen und dort unterstützen. Das heißt, wir ebnen erstmal den Weg in die Klinik, weil manche Kinder und Jugendlichen so große Ängste oder auch Vorurteile haben, dass sie sagen, nee, Psychiatrie, da gehe ich auf keinen Fall hin. Ja? Und dann würden wir hinfahren und würden uns vorstellen, dann schon mal Beziehungen aufbauen und die ersten Wege sozusagen ebnen und dann schauen, ist überhaupt eine stationäre Behandlung noch nötig oder gibt es auch andere Wege, wie man das sozusagen anbahnen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Möglichkeiten haben, des Modellprojekts. Das ist wirklich hier eine große Chance und hat zu ganz vielen Veränderungen geführt. Und wie gesagt, wir beforschen das. Das ist sehr positiv bewertet bisher und wir sind auch weiter noch mitten in der Entwicklung. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Lust und Spaß auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht. Wenn Sie noch Fragen haben, gehen Sie gerne auf unsere Homepage vitos.de und Sie können sich jederzeit auch persönlich an mich wenden mit Ihren Fragen. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.